Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Der Spannungsabfall an Leitungen ist heute unser Thema. Also es geht nach wie vor über Leitungen und Kabel und diesmal sprechen wir über den Spannungsabfall. Also wir stecken irgendwas an, legen das Kabel, oder also wurscht, Kabel, ja, wir stecken irgendwas an. Auf der Steckdose oder auf der Spannungsquelle haben wir eine gewisse Spannung. Wie viel kommt beim Verbraucher an? Wie rechnet man das aus? Wie rechnet man das aus? Nun, wir werden jetzt verschiedene Fälle berücksichtigen. Nehmen wir mal beim Gleichstrom. Ja, nehmen wir den Gleichstromfall. Schaut so aus dann. Ja. Ich habe irgendwo eine Spannungsquelle, da bin ich angesteckt, parkt, dann habe ich da eine Leitung hin. Ja. Die Leitung hat einen gewissen Widerstand hier. Ja. Und da hinten habe ich irgendwo meinen Verbraucher. Ja. Und da unten habe ich eine Retourleitung, die hat natürlich auch einen Widerstand. Wenn wir annehmen, das ist das gleiche Kabel oder der gleiche Querschnitt, dann schaut das da genauso aus. Ja, also das ist der RL, das ist die Last. Und das da ist der R-Leit. Ja. R-Leitung. Ja. So schaut das aus. Da rinnt der Strom, ja, da rinnt natürlich hier unten retour, hier haben wir eine Spannung U1 und hier haben wir eine Spannung U2 am Verbraucher. So, aufgrund der Stromfluss ist durch die Leitung, gibt es hier einen Spannungsabfall. Ja, da gibt es einen. Ja. Das heißt, diese Spannung da hinten verdoppelt, also verhalbiert sich praktisch doppelt. Ja. Die R-Leitung ist übrigens, also die Länge L, ja, dividiert durch den Leitwert mal den Querschnitt. Ja, so ist es. Ja. Wie viel ist der Gesamt? Der Gesamtleitungswiderstand. RLTG ist gleich 2 mal RLeit ist gleich 2 mal L dividiert durch Gamma mal A. Wie viel ist der Gesamtspannungsverlust? I mal RLTG. Ja. Daraus folgt, ja, das U2 ist U1 minus I mal RLTG. Ist gleich U1 minus 2 mal, also 2 mal I. Mal L, die Länge der Leitung, Gamma mal den Querschnitt. Ja. Aber das Faktor 2, das kommt einfach von der Retourleitung daher. Ja. Das ist der Spannungs-, ich meine, sollte kein großes Problem sein. Ja. Spannungsverlust im Gleichstromfall. Wechselstrom. Wechselstrom schaut haargenau aus, aber haargenau so. Ja? Also das Einzige, was ich machen muss, ist eben das als sinusförmige Größen zu begreifen. Ja? Aber es hat genauso einen ohmschen Widerstand und es ist alles gleich. Alles gleich, was ich gesagt habe. Das heißt, das U2, ja, im Wechselspannungsfall ist gleich das U1
Und jetzt unterstreiche ich es nämlich, ja, es sind ja immerhin die Wechselgrößen, ja, und da habe ich genauso das 2 herinnen, 2 mal, und jetzt haben wir da ein I, auch komplex, L dividiert durch Gamma mal A. Ja. Aber im Prinzip schaut es genauso aus, ja, nur ist das halt nicht Plus und Minus oder Plus und Ground, sondern L und N und dazwischen ist ein Wechselspanner. Aber herauskommen tut H genau das Gleiche. Ja. Das war ja der Vorteil der komplexen Wechselstromrechnung, dass wir dann praktisch das wie einen Gleichstromkreis abgerechnet haben. Ja. So, und jetzt schauen wir uns noch den Drehstrom an. Drehstrom. Ich sage symmetrische Belastung. Ja. Wenn es asymmetrisch ist, dann geht es in jeder Phase so hoch wie beim Wechselstrom, aber symmetrische Belastung. Schauen wir uns das hier an. Ja. Nehmen wir den komplizierteren Fall mit einer Sternschaltung, ja, aber symmetrisch belastet. Das heißt, ich habe hier praktisch einen Lastwiderstand, ich habe hier einen Lastwiderstand, ich habe hier einen Lastwiderstand. Ja. Und dann habe ich da die Anschlüsse, da rinnen, da ist mein RL, RLED, ja. Da ist auch mein RLED, mein Drehstromkabel, da ist auch mein RLED, ja, es ist schon dreimal drin. Ja. Und von mir aus hängen wir da auch noch den Sternpunkt an und da ist auch ein RLED. Also das sind RLED. Und das sind H genau so wie der L dividiert durch Gamma mal A. Ja? Die Leitungswiderstände da. Und da ist er der R1, da ist er R2, da ist er R3 und da haben wir ein L1, L2, L3 und da haben wir ein N. Ja, so schaut das im Drehstromfall aus. Wie gesagt, symmetrische Belastung. Deswegen sind die alle gleich, oder? Und wir haben da ein I, I1, wir haben da ein I2, wir haben hier einen I3, ja, und wir haben hier einen IN. Gut. Ich schreibe auch noch, R1 ist gleich R2 ist gleich R3, symmetrisch. Aus dem folgt, ja, aus dem da, symmetrische Belastung. IN ist gleich 0 Ampere. Diese Ströme, das hatten wir beim Drehstrom, haben wir das, gibt es ein Video, kann man sich anschauen, bei symmetrischer Belastung heben sie I1, I2 und I3 gegenseitig auf, ja, gegenseitig auf, und ich hab dann praktisch keinen Retourleiter mehr. Ich habe keinen Retourleiter mehr. Das heißt, die Spannung da, die fällt mir genau um diese Spannung ab. Ja? Das heißt, wenn ich hier praktisch das U1 habe, ja, und hier praktisch das U1' an der Last, ja, dann ist das U1', was hier praktisch dem U2 entspricht, aber ich möchte nicht U2 schreiben, weil das wäre praktisch hier unten. Ja. Also U1', ja, ist gleich U1 zu Beginn der Leitung, ja, und jetzt minus I1 mal R-Leit. Das ist mal nur R-Leit, nicht R-Leitung. Ja? Weil der Gesamt, es gibt nur einen. Ja? Da ist das Faktor 2 weg. Das ist das Faktor 2 weg. Das ist ja interessant. Gell? Das ist unterstreichen vergessen. U1 minus I1 mal, ja, L dividiert durch Gamma mal A. Im Drehstrom reduziert sich die Spannung weniger, weil es symmetrisch belastet ist. Cool, hm? Also so. Ja, also das ist der Spannungsabfall. Also wenn man wirklich eine gewisse Spannung an einem Verbraucher braucht, muss man das auf der anderen Seite des Kabels dazugeben, quasi. Das
passiert manchmal, ja, dass irgendwo das Kabel so lang wird, dass so ein großer Spannungsabfall auf dem Kabel entsteht und ja, dann funktioniert das nicht mehr so gut. Ja. Man muss dann aber auch aufpassen, wenn da richtig so ein richtig großer Strom durchrinnt, weil dann wird das Kabel auch warm. Da gibt es nämlich eine ziemliche Leistung. Ja, aber gibt's. Haben wir ja gesprochen, nicht? Haben wir ja gesprochen, welche Querschnitte notwendig sind und so weiter. So, ja, wenn man das einhält, darf es eigentlich kein Problem geben. Aber man muss halt mit diesem Spannungsabfall leben. Diese symmetrischen Verbraucher da hinten, das sind sehr oft irgendwelche Antriebe, also irgendwelche Motore. Motore sind von Haus aus symmetrisch, außer sie sind kaputt. Aber normalerweise sind diese Motor symmetrische Belastung. Und was man beim Motoranschluss dann aber noch alles beachten muss, außer jetzt den Spannungsabfall, das werden wir im nächsten Video uns ansehen. Also im nächsten Video geht es um den Motoranschluss. Das müssen wir da alles bedenken. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.